Ja, wir sind heute in Kufstein und dürfen euch diese geräumige 3-Zimmer-Eigentumswohnung, wir sind da im zweiten Stock, dürfen wir euch kurz vorstellen. Ihr werdet begeistert sein. Dann starten wir los. Ich bin jetzt da im Wohnzimmer. Ist also ein netter, luftiger, geräumiger Raum. Sehr, sehr hell, mit einer guten Aussicht, also ein großer Balkon. Der ist verglast als Wintergarten. Kann man aber die ganze Seite aufmachen. Eine Sitzgelegenheit da. Und hat da Richtung Osten wirklich eine wunderschöne Aussicht auf den Stadtwald, Aschenbrenner auf. Dort kann man die Vormittagssonne genießen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, bitte nachkommen. Gehen wir in den Gang. Also da ist die Wohnungstür. Wie gesagt, im zweiten Stock ist die Wohnung. Garderobe. Alles picobello hergerichtet. Ganz eine nette Wohnung. Nachher geht es da gleich, also von der Wohnungstür einer, links Richtung Westen ist also Büro, Kinderzimmer. Da hat man die Abendsonne. Da sieht man Zeller Berg um. Also die Aussicht ist da wirklich sehr schön. Ja, also zentral vom Gang ist alles zu begehen. Da wieder westseitig ausgerichtet die Küche. Ein großer Esstisch herinnen. Und die Küche ist recht neu. Solide, hell. Neues Kochfeld haben wir da, Dunstabzug dazu. Luftig und mit Schwung. Ja, dann haben wir da gleich angeschlossen, haben wir eine Speis. Picobello ist wirklich Picobello, wie kaum irgendwo. Dann getrennt WC und Bad. Alles mit Fenster, gut zum Lüften. Und da auch ein kleines Fenster. Waschmaschinenanschluss, die Dusche, dann der Waschtisch mit Spiegelschrank und auch eine gute Aussicht zu den Niederdorfer Bergen. Ja, was geht uns jetzt noch ab? Brauchen wir noch das Schlafzimmer. Schlafzimmer ist Richtung Westen wieder. Auch schöner, heller, die Vormittagssonne auch noch. Schöne Aussicht, wieder Richtung Aschenbrenner. Großer Kasten herinnen, gut Platz. Ja, dann darf ich es euch nur mal zusammenfassen. Ist also eine 3-Zimmer-Eigentumswohnung im zweiten Stock. Mit gut 80 Quadratmeter. Zur Wohnung gehört dazu ein Kellerraum und ein Parkplatz, ein Freiparkplatz, ist also da auf der Ostseite. Kurzer Weg auch zum Hauseingang. Ja, und wenn euch die Wohnung gefällt, dann freuen wir uns über Rückmeldung, Daumen hoch und stehen für Informationen sehr gerne zur Verfügung.